Dann frage ich mich, fördert das die Entwicklung des jeweiligen Menschen? Macht das diesen Menschen stärker, wenn ich ihn wie ein rohes Ei behandle, wenn ich quasi einen Eierschalentanz aufführe, um nur ja kein falsches Wort zu sagen? Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Kunst der gelassenen Pflege, sowie alle, die sich am Zwischenmenschlichen interessieren und daran, wie man sich selbst entwickeln kann, wachsen kann. Und ich habe schon seit mindestens einer Woche ein Thema, das in mir brennt und das mich richtig nervt, weil ich es immer mehr wahrnehme und ich habe mir bewusst eine Woche Zeit gelassen, damit ich es so emotionslos wie möglich und so neutral wie möglich heute mit euch teilen darf. Und zwar geht es um den sich immer mehr entwickelnden Empfindsamkeitskult. Ich habe euch etwas aufgeschrieben und das lese ich euch jetzt einmal vor, ein paar Gedanken. Jeder von uns wurde schon einmal diskriminiert, weil er zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn war oder aufgrund der Religionszugehörigkeit oder weil einfach nicht intelligent genug oder weil zu klug. Oder weil Frau, Mann, Landei, Städter, zu langsam gelaufen, weil Raucher oder weil Nichtraucher, Alkoholiker oder weil jetzt trockener Alkoholiker, auch beliebt, psychische Erkrankungen, Diskriminierung wegen Armut oder weil Großkopfert oder wegen des Berufs. Was, du bist Lehrer, Polizist, Politiker, Altenpflegerin? Nein, das könnte ich nie. Ich bewundere es, aber ich könnte es nie machen. Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsleugner, du bist einfach zu positiv. Mann, du bist immer so negativ. Ich denke, ich könnte hier noch sehr viel aufzählen. Doch ich bin sicher, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wie ich eingangs schon sagte, jeder von uns kennt das Gefühl, nicht zu genügen, abgewertet zu werden, aufgrund dessen, wie man gerade ist, innerhalb eines bestimmten Kontextes. Und zwar werden wir abgewertet von uns sehr nahestehenden Menschen, genauso wie von Menschen, die uns gerade das erste Mal erblicken. Und mir kommt vor, dass dies immer noch mehr Präsenz erhält, diese Abwertungen, Diskriminierungen, und dies immer noch mehr aufgezeigt wird, du bist arm, weil, du bist benachteiligt, weil, du hast keine Chance, weil. Doch aus meiner Sicht fördert dies nur unsere Empfindlichkeit. Irgendwie wird uns mit dieser Keule, jemanden zu diskriminieren oder jemanden zu wenig Chancen einzuräumen, weil stets ein schlechtes Gewissen gemacht und man versucht uns dadurch ein angepasstes Verhalten aufzuzwingen. Doch für mich ist eines ganz klar. Ich bin verantwortlich für das, was ich sage, aber nicht für das, was du denkst. Wenn wir den Faden einmal weiterspinnen und stets diese Menschen, also jeder, der aufgrund irgendeines Aspektes irgendwann einmal diskriminiert wurde, immer nur das ins Licht zu stellen, ja, du bist wirklich arm, weil,
Dann frage ich mich, fördert das die Entwicklung des jeweiligen Menschen? Macht das diesen Menschen stärker, wenn ich ihn wie ein rohes Ei behandle, wenn ich quasi einen Eierschalentanz aufführe, um nur ja kein falsches Wort zu sagen? Ich habe es eingeführt bei jedem Seminar, das ich gebe, bei jedem Workshop. Am Schluss mit allen Teilnehmern, die das auch möchten, eine Heilreise zu machen, eine Reise ins Innere. Und zwar erkläre ich dies folgendermaßen. Wenn du hier zum Beispiel, wenn ich hier unter meinem Shirt eine Wunde habe, die man nicht sieht, und jemand kommt her und sagt, hey, hi, also macht eigentlich gar nichts Schlimmes aus seiner Sicht, dann wird es mich irrsinnig schmerzen, obwohl dieser Mensch vielleicht gar nicht die Absicht hatte, mir weh zu tun. Wenn diese Wunde heil ist und dieser Mensch klopft mir auf die Schulter, dann macht es mir gar nichts. Und genauso möchte ich, dass wir endlich anfangen, unsere in die Eigenverantwortung zu gehen und unsere eigenen seelischen Wunden zu heilen. Denn dann wird es mir nichts mehr tun, wenn jemand sagt, du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu alt, du hast Falten, du bist nicht schön genug, du bist nicht klug genug, du hast nicht studiert. Meine Mutter hatte eine psychische Erkrankung und gerne haben meine früheren Partner, wenn wir einen Streit hatten, in die tiefe Kiste gegriffen und gesagt, kein Wunder, dass du so bist, du bist ja wie deine Mutter. Und das hat mich nie verletzt. Ich wusste ja, ich habe diese Erkrankung nicht, ich bin gesund. Also hat dieser Mensch mich hier abgewertet, aber es kam hier nicht an. Als ich die Pflegestation übernommen habe, ging ich jeden Tag zum Arbeitsbeginn in den Stützpunkt und räumte zuerst einmal zusammen. Und nach 2, 3 Jahren habe ich mir gedacht, das ist ja so eine Sisyphusarbeit. Aber auch ich war konditioniert, es soll ordentlich sein, ich selbst hab's gern ordentlich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich verschwende so viel Energie jeden Tag in dieses Aufräumen, was innerhalb des Tages sich sowieso wieder verändert. Und ich ärgere mich eigentlich jeden Tag in der Früh, wenn es so aussieht. Und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und einige Zeit später sagte die Pflegedienstleitung zu mir, also früher hattest du es schon ordentlicher bei dir am Stützpunkt. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Ich habe mich nicht dafür geschämt, weil ich das in mir geheilt habe. Es war mir am Anfang so wichtig, diese Perfektion, dass alles ordentlich ist, dass irgendjemand sagt, toll hast du es, du hast sauber, du hast gut aufgeräumt. Ich habe mir irgendwann einfach gedacht, nein, das passt ja gar nicht in unseren Arbeitsalltag. Manche Dinge benutzt man so häufig, dass es, man kann sie ruhig mal zwischendrin auf den Tisch oder auf den Schrank legen und muss es nicht immer gleich verräumen. Und beziehungsweise ich kann nicht jedem im Team meine Wünsche aufdrängen. Denn das wird dann auch bei den Menschen im Team einen Druck verursachen. Im gestrigen Seminar habe ich mit meinen Schülern viel über diese Ängste gesprochen. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass der Bewohner, Klient ordentlich aussieht, sein Zimmer perfekt aufgeräumt ist. Und oft geht es darum, dass wir Angst haben, dass von außen jemand sagt, kümmern die sich überhaupt um den? Mein Anliegen ist es, dass wir wieder viel mehr lernen, zu uns zu stehen. Und wenn ich weiß, dass es bei diesem Klienten kaum möglich ist, ein Zimmer sauber zu halten, beziehungsweise dies so viel Aufmerksamkeit erfordern würde, hier stets nachzuräumen, dass ich mit dem Klienten mich nicht mehr auseinandersetzen kann, dann weiß ich, wo meine Prioritäten sind und ich traue mir zu, dass
dieser Bewohnerklient nicht verdreckt, verlumpt oder gesundheitlich daran leidet, wenn ich einfach einmal ein unaufgeräumtes Zimmer unaufgeräumt sein lasse, aber mit ihm mehr Zeit verbringe. Die Außenwirkung ist natürlich nicht die, die sich manche Angehörige oder Besucher vorstellen. Und da ist es wichtig, dass wenn jemand kommt, ich nicht beleidigt bin oder ins Rechtfertigen gehe, sondern sage, ja, das stimmt, das ist nicht aufgeräumt. Und das hat einen Grund. Wenn es interessiert, sage ich es Ihnen auch gern. Wenn Sie mir nicht zuhören möchten, ist es auch gut. Warum soll ich mir die mich stets von der Meinung oder Sichtweise anderer so beeinflussen lassen? Wenn ich merke, etwas trifft mich, und ja, das habe ich natürlich auch sehr oft erlebt, dann ist immer das Erste, dass ich schaue, wo ist meine Wunde? Wo ist meine Wunde, dass mich das jetzt so trifft? Ist es, weil es gerechtfertigt ist? Ist hier die Wunde? Ich habe schlampig gearbeitet, ich hatte keine Lust dazu, ich mag das nicht machen, ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Dann kann ich das natürlich auch zugeben. Oder habe ich aus meiner Sicht jetzt bestmöglich gewirkt? Und weil es mich trotzdem trifft, schaue ich hinein, woher kommt das? Und wir können immer zurückgehen. Also das meiste ist wirklich, es trifft das innere Kind. Es ist noch etwas Altes, alte Konditionierungen, Bewertungen, was auch immer wir erlebt haben. Also möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich glaube, ihr versteht das, was ich meine. Ich habe immer meine Wunden gesucht und dann habe ich versucht, diese inneren Wunden zu heilen. Mit Unterstützung von anderen Menschen oder auch mal alleine. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Doch wenn wir nur stets schreien, hier wird diskriminiert, hier wird schlecht behandelt, das ist nicht gut, dann halten wir nach meiner Wahrnehmung die Wunden einfach nur offen. Wenn ich stets mit dem Bild durchs Leben gehe, ja, ich bin eine Frau und deswegen verdiene ich weniger, habe weniger Chancen am Arbeitsplatz, habe keine Chancen gegen die Männer, keine Ahnung am Arbeitsplatz oder die wollen immer nur das eine. Ganz egal, welchen Glaubenssatz ich habe, dann wird er sich auch bestätigen. Und wenn ich das dann noch im Außen höre, dann wird es ja noch einmal verstärkt in mir. Ja, genau, die sagen das auch. Und was macht das mit mir? Ich gehe nicht in die Eigenverantwortung, sondern im Gegenteil, ich gehe in die Opferposition. Es kann ja gar nicht gehen, weil ich so bin. Ich habe keine Chance, weil ich so klein bin, weil ich dick bin, weil ich hässlich bin, weil ich Mann bin, weil ich Frau bin, weil ich sonst was bin. Glaubt ihr das wirklich? In jedem von uns, in jedem Menschen auf diesem Planeten schlummern Fähigkeiten, Talente, Begabungen, Wünsche, Träume, Stärken, Schwächen, Ängste, leidvolle Erfahrungen. Minderwertigkeitskomplexe. Ich habe gestern begonnen, ein neues Buch zu schreiben. Und der Arbeitstitel ist Mängelexemplar Ich. Auf den Spuren meiner Minderwertigkeit, um sie endlich für immer in die Wüste zu schicken. Und wenn ich diese
Spuren finde und sie wandle, sie heile. Dann gibt es diese Spuren nicht mehr. Dann kann man zu mir sagen, was man möchte. Es macht nichts mit mir. Und ganz im Gegenteil, ich kann plötzlich die anderen Menschen besser sehen. Ich kann plötzlich sehen, dass der Partner, der zu mir sagt, kein Wunder, dass du so bist, wie ohnmächtig er ist, wie kleingeistig, wie hilflos, wie undifferenziert, wie wütend. Ich kann sehen, dass der Mensch, der mir sagt, du bist nicht intelligent genug, sich vielleicht mehrere Titel erarbeitet hat, weil er selbst sich niemals intelligent genug gefühlt hat. Ich kann plötzlich sehen, wenn andere Menschen mich aufgrund dessen, wie ich bin, wie ich aussehe, wie ich mich zeige, was ich sage, abwerten, dass sie dies tun, um sich selbst endlich einmal besser zu fühlen. Und ich kann dann ins Mitgefühl gehen mit diesen Menschen. Und das wird ihnen vielleicht auch mal gut tun, wenn ich nicht zurückschieße oder mich verkrümle, sondern Verständnis aufbringe dafür, dass der Mensch, der mich abwertet, extrem leidet. Und kein anderes Sprachrohr für sein Leiden gefunden hat, als andere zu diskriminieren. Also, wenn wir Wunden offen halten und schreien, das ist meine Wunde, benütze die korrekte Sprache und mach deinen Eierschalentanz, damit ich mich nicht gestört, diskriminiert, beleidigt fühle. Oder sage ich, ich bin verantwortlich für das, was ich sage, aber du bist verantwortlich für das, was du denkst. Und ich bin verantwortlich für das, was ich empfinde. Ich bin verantwortlich für meine Entwicklung, für meine Heilung. Und Eigenverantwortung ist mein Schlüssel, stark zu werden, nicht mehr angreifbar zu werden, heil zu sein. Dieses Beleidigtsein, dieses Empörtsein, das sind doch hauptsächlich Emotionen von Narzissten. Das ist ja fast so, als würden wir nun schauen, dass kein Narzisst mehr sich angegriffen fühlt. Nur damit er nicht ausflippt. Dieses Erzwingen von angepasstem Verhalten bringt weder denen etwas, die sich angepasst verhalten, um niemanden zu verletzen, und es bringt auch nichts denen, die man versucht zu beschützen. Denn wir kennen ja alle dieses Symptom von Rasenmähermüttern, die ihrem Kind jegliche Wachstumschance verwehren, indem sie ihnen alle Hürden wegnehmen, indem sie ihnen alles ermöglichen und ihnen niemals die Chance geben, selbst zu wachsen, zu reifen, zu entdecken, zu scheitern. Wenn ein kleines Kind gehen lernt,
Das wird mit Begeisterung nach jedem Mal hinfallen wieder aufstehen und wieder aufstehen und wieder und wieder und wieder. Und es hat nicht das Empfinden davon, etwas falsch gemacht zu haben, weil es hinfällt, und auch keiner der Zuseher, sondern jeder wird sehen, wow, du hast jetzt einen Schritt gemacht, du hast zwei Schritte gemacht. Wir sehen den Erfolg, und Erfolg hat immer eine Ursache. Und das heißt schon auch, ich muss selbst aufstehen, ich muss selbst üben, ich muss selbst trainieren, sei es körperlich oder seelisch. Ich habe mal ein Interview gehört von einem Fotografen, der viele Stars fotografiert hat, und irgendwann hat er gesagt, ja, die Leute haben zu ihm gesagt, das muss ja so interessant sein mit solchen Persönlichkeiten. Wie ist denn das so? Und er hat gesagt, es ist immer das Gleiche. Alles wird von diesen Menschen ferngehalten, damit sie nur ihren guten Bühnenauftritt machen oder auf welche Art auch immer ihre Künste präsentieren. Sie werden mit nichts behelligt. Und sie kommen mir vor wie Roboter oder charakterlos, leer. Ich bin einmal mit einem früheren Freund, sind wir ab und zu rodeln gegangen, und wir sind zu Fuß hinaufgegangen und haben dann auf der Hütte etwas zu uns genommen und haben dann die Abfahrt genossen. Und eines Tages waren wir faul und müde und gesagt, na, heute fahren wir mal mit dem Lift, heute gönnen wir uns das. Und es war das langweiligste Rodeln, das wir je erlebt haben. Es hat etwas gefehlt. Es hat gefehlt, dass wir uns das erarbeiten, verdienen. Das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man danach diese Belohnung hat, beim Rodeln. Wenn man vielleicht einen Wettkampf einmal hatte also ich habe ja Kickboxen gemacht, ich hatte auch einige Wettkämpfe, also nicht sehr viele, aber doch einige auch in anderen Staaten. Ich hatte einmal, war es Gold oder Silber, aber es gab nur drei Teilnehmerinnen. Ja, es schaut gut aus, so, boah, Kickboxen, Pokal. Super, erster Platz. Ja, es gab nur drei Teilnehmer oder zwei. Und natürlich ist das auch ein Erfolg. Aber wenn du jetzt 100 Mitbewerber hast und du hast dann diesen Pokal oder gewonnen, dann hast du bestimmt ganz ein anderes Gefühl. Wenn du einen Job bekommst und es waren 100 Bewerber, und du wirst ausgewählt. Jetzt kommt meine Katze über die Klappe rein. Kim Scheiner? Ja. Also wenn du... Hallo Schatzi. Wenn du dich bewirbst für einen Job, den du gerne möchtest, und es gibt 100 Bewerber, ein langes Aufnahmeverfahren, mehrere Stufen, und dann wirst du ausgewählt, dann hast du ganz ein anderes Gefühl, wenn du beginnst. Und dann hast du auch schon was dafür getan. Und du bist, auch wenn du nicht genommen wirst, an diesem Auswahlverfahren gewachsen. Du hast dich dem gestellt. Du hast den Mut gehabt, dich mit 100 Menschen dorthin zu stellen und zu sagen, ja, ich finde, ich bin die Richtige für den Job. Und wenn ich danach sage, na, ich wurde nicht genommen, weil ich eine Frau bin oder weil ich ein Mann bin oder wegen der Quote, dann setze ich mich nicht damit auseinander, warum wurde ich nicht genommen? Gibt es vielleicht auch einen anderen Grund? Gibt es etwas? Also wenn ich nur sage, weil ich eine Frau bin, dann finde ich nicht heraus, ob es vielleicht auch einen Grund gibt, was ich an mir verbessern kann, wie ich mich besser präsentieren kann, ob ich noch was dazulernen darf, eine Ausbildung zu wenig habe, keine Ahnung was. Diese äußeren Kriterien schwächen mich.
wenn ich sie als Argument nehme. Und deshalb nervt mich das extremst, dieser Empfindsamkeitskult, den ich Kinderkultur nenne, den ich so sehe, dass wir klein gehalten werden, nicht ernst genommen werden und auch uns selbst nicht ernst nehmen. Ja, ich glaube, das war's für heute. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch alles Liebe, eine gute Zeit, eine schöne Zeit. Steht zu euch und sucht eure Fähigkeiten. Und manchmal ist vielleicht sogar, dass die ganze nähere Umgebung sich nicht dafür interessiert, für deine Fähigkeit oder für das, was du ausstrahlen möchtest und du kein positives Feedback zuerst einmal bekommst. Aber wenn du dranbleibst, wenn du an dich glaubst, letztendlich wird genau das dir deinen Erfolg, was auch immer das für dich persönlich bedeutet, bringen. Also, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Mel.